Ja, ich stelle mir einfach Folgendes vor. Ich sitze im Straßencafé, gucke auf die Straße, sehe so ein paar Fahrzeuge vorbeifahren und als Beispiel Zweitakter, knattert, macht die Luft schlecht, nervt ungemein. Das ist nicht modern, also im urbanen Bereich, batteriebetrieben, ist dann auch nachhaltig. Wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, Moja als Beispiel, kennen wir alle in Hamburg, ist aus meiner Sicht eins der Konzeptionen, welches modern ist. Und dann nehmen wir uns einfach mal wieder heraus, die Leute, die vielleicht Handicaps haben, Rollstuhl brauchen, haben extreme Schwierigkeiten in Hamburg im öffentlichen Verkehrsbereich zu finden oder überhaupt ÖPV mitgenommen zu werden, weil die Restriktionen sehr hart sind, wie ich finde. Und Moja macht das auf, funktioniert, wird mitgenommen, flexibel, modern über App. Also das würde ich definitiv als modern und auch zielführend bezeichnen. Ja, zweierlei. Einerseits sind wir die Ersten seit 2015, die die E-Mobilität in Hamburg einsetzen, voranbringen, den Kunden letztendlich nahebringen, vermitteln, beraten, verkaufen in allen Segmenten. Das heißt also für Leute, die gehbehindert sind, bis hin zu Leute, die jetzt ein Elektromotorrad fahren wollen. Ansonsten können wir sagen, unser Unternehmen, eigener Fuhrpark, alles elektrisch. Das heißt also, unser Transporter ist elektrisch. Das gilt für Hamburg, als auch, wir haben Kiel und Eckernförde noch jeweils eine Station. Auch da haben wir ein Elektrofahrzeug im Einsatz. Und ich würde nie wieder was anderes haben wollen. Definitiv Elektrofahrzeuge, das ist also aus meiner Sicht hundertprozentig der Weg, gepaart mit in den Städten auf jeden Fall mit Batterien, also Akkus werden es sein. Ich wüsste keinen anderen Weg, um mobil und schnell dieses zu erreichen. Das heißt also, wir haben alle rausnehmbare Akkus bei diesen Rollern. Das funktioniert und wird auch der Weg sein, um die Stadt ruhig zu bekommen. Da bin ich überzeugt von. Ein anderer Aspekt vielleicht, wir sind in Hamburg oder eben bei uns auch Kiel und Eckernförde, das heißt also Wasserstädte. Der gesamte Bereich, wenn man sich das mal anschaut, Segeljachten, Motorboote, ne, alles Benziner. Und wir sind dabei, seit Jahren zu versuchen, das auch auf E umzurüsten. Aus meiner Sicht dauert das noch ein bisschen wegen der Akkus. Aber wir haben als Beispiel, und deswegen ist das auch so eine Möglichkeit, eine X99 mit einem E-Motor ausgestattet, also in dem Fall ist es ein Inboarder. Und das ist auch auf dem Wasser absolut zielführend und wird auch die Zukunft sein, bin ich überzeugt von.